Hallo, mein Name ist Manfred Brasch, ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Jetzt steht fest, Hamburg hat den traurigen 5. Platz bei der Luftschadstoffbelastung in ganz Deutschland. Das Umweltbundesamt hat die Daten 2017 ausgewertet und das zeigt tatsächlich, dass die Belastung in Hamburg viel zu groß ist. Für uns bedeutet das, 2018 muss das Jahr werden, wo tatsächlich die Luftschadstoffbelastung in Hamburg nennenswert reduziert wird, damit die Menschen wieder eine gute Umgebung haben und die Lebensqualität nicht unter der Luftschadstoffbelastung leidet. Hier ist der Hamburger Senat gefordert und wir werden darauf achten, dass auch etwas passiert. Was gibt es noch? Blicken wir auf die Tide-Elbe. Dort werden ja jedes Jahr gigantische Mengen gebaggert, um die Fahrrinne auf dem zulässigen Niveau zu halten. Auch 2017 sind wieder Rekordmengen angefallen. Das Ganze kostet den Steuerzahler mittlerweile um die 100 Millionen Euro jedes Jahr. Und die nächste Elbvertiefung wird diesen Trend noch einmal verstärken. Schauen wir auf die Umweltverbände. Hier gab es eine interessante Meldung. Wir haben mehr Mitglieder als die Hamburger Parteien. Das ist ein guter Trend. Es lohnt sich mitzumachen beim Umwelt- und Naturschutz. Wir sind viele, aber wir wollen auch mehr werden. Kommt zum BUND, macht mit. Euch ein schönes Wochenende. Ciao.